Für uns ist eines ganz maßgeblich, wir reden mit der Jugend und nicht über die Jugend. Wir wissen, die Bereiche Gesundheit und Pflege stehen in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen. Wenn man bedenkt, bis zum Jahr 2030 fehlen in ganz Österreich rund 75.700 Pflegekräfte. Und das sagen nicht wir, das sagt die Gesundheit Österreich in einer Studie für das Gesundheitsministerium. Und die Corona-Pandemie hat sehr viel bei diesen Entwicklungen beschleunigt. Also Corona war so wie bei vielen Dingen, so kann man sagen, der Brandbeschleuniger von vielen Aktivitäten und hat noch deutlicher den Bedarf im Bereich der Pflege aufgezeigt. Und daher sind rasche Lösungen und Strategien erforderlich, wie wir vor allem, und das ist ja das Ziel und genau der Punkt dieser Studie, wie wir junge Menschen für diesen Beruf begeistern und vor allem auch gewinnen können. Dazu ist aber ganz entscheidend, überhaupt zu wissen, welche Erwartungen oder welche Einstellungen die Jugend zum Pflegeberuf eigentlich hat oder die Jugendlichen haben. Nur dann ist natürlich gewährleistet, dass sich zielgerichtet und treffsichere Maßnahmen auch umsetzen lassen. Und wie heißt es? Nichts ist wirkungsloser, als etwas zu verordnen oder einfach anzuschaffen, ohne den direkten Kontakt mit der Zielgruppe eigentlich vorhergestellt zu haben.